Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Süßer Hund, ist der von Ihnen? Nein, der ist gekauft. Meine Frau und ich können leider keine eigenen Hunde bekommen. Als ich geboren wurde, hatte ich die Wahl. Entweder einen großen Penis oder ein gutes Gedächtnis. Und was hast du gewählt? Das weiß ich nicht mehr. Wettervorhersage. Heute wird es heiter bis wolkig, gebietsweise Regen. Auf Deutsch, keine Ahnung, wirst schon merken. Warum gibt es in Polen so große Kreisverkehre? Damit man auch mit Lenkradsperre durchkommt. Wie schälen Informatiker ihr Obst? STRG, alt entkernen. Betrügst du mich? Warum fragt ihr mich das alle? Was sagt Andreas Burani, bevor er seine Wohnung streicht? Ich klebe ab. Du hast versprochen, es niemandem zu verraten. Ja und, Hitler hat versprochen, Polen nicht anzugreifen. Willkommen in der Realität. Was ist das denn für eine scheiß Musik am Morgen? Du wolltest doch Croissants zum Frühstück. Croissants! Ich wollte Croissants! Nivea macht echt beschissenen Joghurt. Es ist soweit. Ich habe das perversen Level 1000 erreicht. Musste bei folgender Zeitungsüberschrift lachen. Rentner bangen jeden Monat um ihr Geld. Geschenke sammeln an unserer Schule für Flüchtlinge. Einer bringt eiskalt Schiffe versenken mit. Telefonumfrage ergab, 100% aller Deutschen haben ein Telefon. Der Idiot vor mir an der Ampel ist wohl zu fein zum Blinken. Und dann fährt er auch noch geradeaus. Arschloch. Von einer Frau einen runtergeholt zu bekommen, ist wie Paralympics schauen. Du bewunderst sie dafür, aber tief im Inneren weißt du, du kannst es besser. Analsex ist wie Spinat essen. Du magst es als Erwachsener nicht mehr, wenn du als Kind dazu gezwungen wurdest. Was sagt Andreas Burani bei der Beerdigung seines Sohnes? Mein Herz schlägt schneller als deins. Gerade ein Reh überfahren. Muss das erstmal verarbeiten. Klaus, 54, Metzger. Ein durchschnittlicher Soldat wiegt 83 Kilogramm, ist 1,79 groß und 42 cm breit. Alle Angaben ohne Gewehr. Um Michelangelo zu zitieren, du willst was an der verfickten Decke? Ich liebe Schlaf. Es ist wie eine Zeitmaschine zum Frühstück. Frauen sind wie Golfbälle. Du musst sie mindestens zweimal schlagen, bevor du einlochen kannst. Der Anblick eines Dekolletés reduziert das Denkvermögen eines Mannes um 50% pro Brust. Mit Vornamen heißt Adele übrigens Frick. Am 21. Dezember ist internationaler Weltorgasmustag. Kommt ihr? Dieser Moment, wenn die Wurst sich beim Runterspülen kein Millimeter bewegt und man ihr mit der Klobürste noch einen kleinen Schubs geben muss. Dieser Moment, wenn du schon einmal bei einer Schularbeit ein Gut geschrieben hast und dir mit ausradierbarem Rotstift ein Sehr dazu geschrieben hast. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu zu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.